Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bundesliga-Tipp Nummer 26. Ja, ich habe ein bisschen Urlaub, deswegen mache ich das an einem anderen Zeitpunkt als sonst. Deswegen könnte es sein, dass der ein oder andere Hupe oder was weiß ich kommt. Ich habe die Gardinen zu. Los geht's mit meinen Tipps. Für das erste Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Fortuna Düsseldorf tendiere ich auf einen 3:1-Sieg für Wolfsburg. Düsseldorf hat eine super Leistung abgegeben gegen die Bayern, also ohne Frage. Wolfsburg hat eine super Leistung abgegeben gegen Freiburg, aber ich vermute mal, dass Wolfsburg jetzt weiterhin den Power-Knopf drückt und weiterhin durchpowert, denn sie sind ja auch im Halbfinale des DFB-Pokals. Und ja, Wolfsburg wird gewinnen gegen Düsseldorf. Das erste Samstagspiel ist zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg. Ja, in der letzten Saison war es das letzte Spiel, also das Spiel hat eigentlich relativ wenig Bedeutung. Und ich würde mal sagen, jetzt gewinnt Dortmund mit 3:0. Ein 2:0 finde ich ein bisschen zu wenig. 3:0 ist völlig in Ordnung. Zu 0, ich denke mal, dass Weidenfeller keine Bälle reinlässt, auch wenn das an anderen Phasen anders ausgesehen hat am letzten Spieltag gegen Schalke. Aber es war ein Derby. Bei so einem Derby, da gibst du nicht 100%, da gibst du mindestens 300%. Und von daher würde ich mal sagen, Weidenfellers Leistung waren okay, hätten aber besser sein können. Und Baumanns Leistung, ja, mag nicht so gerne drüber reden, obwohl sehr viele, sehr schöne Tore gab bei dieser Begegnung und Baumann für ein oder anderes Tor absolut nichts hätte tun können. Das nächste Spiel ist zwischen SV Werder Bremen und Greuther Fürth. Bei dieser Begegnung tippe ich auf ein glanzloses 0:0. Bremen hat gegen Gladbach versucht, alles Mögliche anzusetzen, aber es sah eher lustlos aus. So, wenn es sein muss, dann spielen wir heute gegen Gladbach. Bei Fürth war das noch viel schlimmer. Da war gar nichts zu sehen. Das eine Plakat, Abstieg ist okay, aber nicht, keine Lachnummer werden. Das hoffe ich jetzt für Fürth auch. Gegen Bremen, null Nummer. Passiert bei beiden Stürmen mal so gar nichts. Das nächste Spiel ist zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem FC Schalke 04. Bei dieser Begegnung denke ich mal, dass Nürnberg verlieren wird, nämlich mit 1:2. Am Freitag gegen Augsburg. Was hat der Schäfer da gemacht? Absolut dumm gelaufen, sagen wir es so. Er hätte bestimmt anders reagieren sollen, klar, und man sagt jetzt hat man bestimmt erwartet von mir, das kann er nicht, das ist doof, der kriegt jetzt gegen Schalke neun Gegentore oder sonst was. Das war einfach nur unglücklich, sagen wir es so. Sonst hat er ja eigentlich eine gute Partie gezeigt, außer dieses eine, ja, Gegentor. Tja, Schalke hat im Revierderby gewonnen, nun geht's gegen Galatasaray unter der Woche. Ich weiß nicht, wie das ausgeht, ich denke mal, da werden sie auf jeden Fall sehr viel zeigen. Das heißt in Nürnberg trotzdem 100%. Weil Liga-Gegner und internationale Plätze sind wieder drin. Das nächste Spiel ist zwischen TSG Hoffenheim und dem FSV Mainz 05. Die Mainzer haben einen Elfmeter bekommen gegen Bayer Leverkusen von Friedrich, ehemaliger Mainzer Verteidiger. War der gegen der Hand? War sie nun gegen nicht gegen den Hand? Was war der jetzt mit der Hand? War jetzt was? War jetzt nicht was? Also aus Schiedsrichtersicht hätte ich auch selber entschieden. Ich hätte auch auf Elfmeter gesagt. Also man hat es nicht so, also auf der in der Schnelligkeit hätte man das auch nicht so gesagt. Aber andersrum, als ich das gesehen habe in der Konferenz, habe ich auch gedacht, anspielen, das ist klar. Nun gut, Hoffenheim dagegen hat jetzt nun 3:0 gegen Fürth gewonnen. Dieses 3:0 zählt aber nicht wirklich, finde ich. Aus meiner Sicht dementsprechend gewinnt Mainz mit 2:0. Das nächste Spiel ist zwischen dem Hamburger SV und dem FC Augsburg. Bei dieser Begegnung wäre ich fast hingefahren, aber nur fast. Das ist jetzt nun mal nicht so, aber das stört mich nicht. Obwohl, ich werde es später bereuen. Nach meinem Tipp 3:2. Das wird ein offener Schlagabtausch. Auf jeden Fall auf beiden Seiten. Und 3:2 könnte interessant werden. Das nächste Spiel ist das Topspiel des Spieltages, nämlich zwischen
Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München. Die Bayern haben nur ein Spiel verloren bislang. Und das gegen Leverkusen. Ja, das werden sie sich auf jeden Fall nehmen. Und die wollen auch, die zeigen nicht die normalen 80%, die sie jetzt in der ganzen Saison, in der ganzen Rückrunde gezeigt haben, sondern werden jetzt 100% zeigen. Schaffen es aber nicht, Leverkusen zu besiegen. 1:1 unentschieden. Kommen wir nun zum nächsten Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart. Ja, die letzten Spieltage sah das nicht so gut aus mehr bei beiden irgendwie. Es ist, was auch immer los ist. Frankfurt war eigentlich schon in Peilung und könnte sogar Vizemeister werden. Mittlerweile war nichts mehr. Also man hat irgendwie alles verloren, Kontakt verloren nach oben. Das war wohl nichts. Aber ich hoffe für die Frankfurter wirklich, dass sie das jetzt nicht hinkriegen wie in dieser einen Saison, als ich gesagt hatte zu, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gesagt hatte, ich glaube, ich habe das ja vor zwei Saisonen gesagt, dass Frankfurt sicher nicht absteigen wird, wenn sie so weiterspielen. Ja, und später sind sie abgestiegen. Nun würde ich mal wieder sagen, ich hoffe nicht, dass Frankfurt absteigt und dementsprechend ist mein Tipp ein Unentschieden, ein 1:1. Ich hoffe, dass das wirklich ein interessantes Spiel wird. Mit einem Tor. Normalerweise hätte man jetzt sagen können, 0-Nummer, aber ich sage 1:1. Das nächste Spiel ist zwischen Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 und auf diesem Spiel, da Hannover auswärts spielt, denke ich mal, Hannover wird einen Punkt holen gegen Gladbach in Gladbach, denn die Gladbacher haben gegen Bremen, wie gesagt, Bremen hatte Lustlosigkeit gezeigt und Gladbach hat das nicht ausgenutzt. So wird das auch wahrscheinlich dann gegen Hannover sein, aber Hannover als auswärts schwaches Team anerkannt mittlerweile von mir und daher ein 1:1 unentschieden. Das waren meine Tipps für diesen 26. Spieltag. Ihr könnt eure Tipps wieder abgeben in der Community da unten, die ich jedes Mal poste und den aktuellen Punktestand könnt ihr da auch sehen und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Spieltag wieder, zum 27. wenn ihr mögt. Bis dann und tschüss!